Oh, doch, brummte Scrooge. Fröhliche Weihnachten. Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Welchen Grund hast du, fröhlich zu sein? Arm wie du bist. Ach komm, erwiderte der Neffe munter. Was für ein Recht hast du, Trübsal zu blasen? Was für ein Grund, mürrisch zu sein? Reich wie du bist. Da Scrooge auf die Schnelle nichts Besseres einfiel, sagte er noch einmal: Pah! Und ließ erneut ein Humbug darauf folgen. Ärgere dich nicht, Onkel, lachte der Neffe. Was sollte ich denn sonst tun, entgegnete der Onkel, wenn ich in einer Welt voller Narren lebe? Fröhliche Weihnachten, zum Henker mit fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten denn schon? Eine Zeit, in der man Rechnungen bezahlen muss, ohne Geld in der Tasche zu haben? Eine Zeit, in der man sich wieder um ein Jahr älter und um keine Stunde reicher fühlt? Eine Zeit, in der man in seinen Büchern Bilanz zieht mit der Gewissheit, dass dir jeder Posten darin in den nächsten 12 Monaten ständig unter die Nase gerieben wird. Wenn es nach mir ginge, entrüstete sich Scrooge, sollte jeder Idiot, der mit fröhlichen Weihnachten auf den Lippen herumläuft, in seinen eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig durchs Herz begraben werden. Ja, das sollte er. Onkel, redete ihm sein Neffe zu. Neffe, entgegnete ihm der Onkel grimmig, feiere du nur Weihnachten auf deine Art und lass mich auf meine Art feiern. Auf deine Art? Wiederholte Scrooges Neffe. Aber du feierst ja gar nicht. Dann feiere ich eben nicht, sagte Scrooge. Dir bekomm's wohl. Es hat dir ja immer so viel gebracht. Es gab viele Dinge, die mir etwas hätten bringen können und die ich nicht genutzt habe. Das stimmt wohl, erwiderte der Neffe. Weihnachten gehört auch dazu. Ich will einmal, wenn man das überhaupt darf, davon absehen, dass die Weihnachtszeit heilig ist. Doch habe ich sie immer als eine gute Zeit angesehen, eine Zeit der Freundlichkeit, der Vergebung, der Nächstenliebe und der Freude. Weihnachten ist die einzige Zeit im ganzen langen Jahr, in der die Menschen ihre Herzen öffnen und auch an die denken, die normalerweise unter ihnen stehen, und zwar so, als ob sie wirklich Gefährten auf der Reise hin zum Grab seien und nicht völlig andere Geschöpfe mit einem ganz unterschiedlichen Ziel. Und obwohl mir Weihnachten niemals meine Taschen mit Gold oder Silber gefüllt hat, glaube ich ganz fest daran, Onkel, dass es mir etwas gebracht hat und bringen wird, und ich sage, gesegnete Weihnachten. Der Sekretär in der Zelle nebenan spendete unwillkürlich Beifall. Da ihm aber sogleich bewusst wurde, wie ungehörig das war, stocherte er im Feuer herum und erstickte dabei das letzte schwache Fünkchen für immer. Noch ein Ton von Ihnen, knurrte Scrooge, und Sie können Weihnachten damit feiern, dass Sie Ihre Stellung verlieren. Du bist ja ein ergreifender Redner, fügte er hinzu und wandte sich wieder an seinen Neffen. Ein Wunder, dass du nicht im Parlament eintrittst. Bitte, Onkel, sei nicht böse. Komm morgen zu uns zum Essen. Scrooge sagte, er solle sich zum Teufel scheren. Da würden sie sich dann vielleicht begegnen. Aber warum? Rief sein Neffe. Warum? Warum hast du geheiratet? Fragte Scrooge. Weil ich mich verliebt habe? Weil du dich verliebt hast, knurrte Scrooge, als ob dies das Einzige auf der Welt sei, das noch lächerlicher ist als ein fröhliches Weihnachtsfest. Guten Tag. Aber Onkel, du hast mich doch auch vor meiner Hochzeit nie besucht. Warum soll das jetzt ein Grund sein, nicht zu kommen? Guten Tag, wiederholte Scrooge. Ich will nichts von dir, ich bitte dich um nichts. Warum können wir nicht Freunde sein? Guten Tag, sagte Scrooge. Ich bedauere aus tiefem Herzen, dass du so hartnäckig bist. Wir hatten nie einen Streit, zu dem ich Anlass gegeben hätte. Aber ich habe dem Weihnachtsfest zu Ehren den Versuch gemacht und ich will mich von meiner Weihnachtsstimmung nicht abbringen lassen. Also, fröhliche Weihnachten, Onkel. Guten Tag, sagte Scrooge. Und ein glückliches neues Jahr. Guten Tag, sagte Scrooge. Der Neffe ging dennoch ohne ein böses Wort. An der äußeren Tür blieb er stehen, um dem Sekretär seine guten Wünsche zu sagen, und dieser, so kalt es ihm auch war, verströmte doch mehr Wärme als Scrooge, denn er erwiderte sie von Herzen. Da ist noch so ein Verrückter, murmelte Scrooge, der zugehört hatte. Mein Sekretär, mit 15 Schilling die Woche und Frau und Familie und redet von fröhlichen Weihnachten. Ich glaube, ich bin in einem Irrenhaus. Während der verrückte Scrooge Neffen hinausgeleitete, traten zwei andere Leute ein. Es waren stattliche Herren von gutem Aussehen, die jetzt, nachdem sie ihre Hüte abgenommen hatten, in Scrooges Büro standen. Sie hatten Bücher und Papiere in der Hand und verbeugten sich vor ihm. Scrooge und Marley, wenn ich mich nicht irre, sagte einer der Herren nach dem Blick in seine Liste. Mit wem habe ich die Ehre, mit Herrn Scrooge oder Herrn Marley?
Mr. Marley ist schon seit 7 Jahren tot, erwiderte Scrooge. Gerade heute Nacht vor 7 Jahren ist er gestorben. Wir zweifeln nicht, dass sich sein überlebender Partner als genauso freigebig erweisen wird wie er, sagte der Herr und wies sich aus. Damit lag er nun zweifellos richtig, denn die beiden waren verwandte Seelen gewesen. Bei dem unheilverheißenden Wort freigebig runzelte Scrooge die Stirn, schüttelte den Kopf und reichte die Ausweispapiere zurück. In dieser festlichen Zeit des Jahres, Mr. Scrooge, sagte der Herr und griff nach einem Federhalter, ist es noch wünschenswerter als sonst, dass wir der Armen und Verlassenen gedenken, die gegenwärtig schwer leiden. Vielen Tausenden fehlt es an den notwendigsten Dingen des Lebens. Hunderttausende haben nichts, um auch nur die geringste Behaglichkeit zu verspüren. Gibt es denn keine Gefängnisse? Fragte Scrooge. Gefängnisse gibt es genug, sagte der Herr und legte den Federhalter wieder hin. Und die Arbeitshäuser? Wollte Scrooge wissen. Gibt es die auch noch? Ja, auch die gibt es noch, und doch, entgegnete der Herr, ich wünschte, ich könnte die Frage verneinen. So funktioniert doch wohl auch noch die Tretmühle und die Armengesetze, sagte Scrooge. Bestens. Das beruhigt mich. Nach dem, was Sie zuerst sagten, hatte ich schon befürchtet, dass das segensreiche Wirken dieser Einrichtung durch irgendetwas behindert würde, sagte Scrooge. Ich bin froh, dass dem nicht so ist. Da wir den Eindruck haben, dass die Tretmühle und die Arbeitshäuser kaum geeignet sind, christliche Freude an Leib und Seele zu vermitteln, erklärte der Gentleman, bemühen sich einige von uns, Mittel zu sammeln, um den Armen etwas Speise, Trank und Heizmaterial zu beschaffen. Wir wählen dazu diese Zeit, weil sie vor allen anderen diejenigen ist, in der die einen den Mangel besonders schmerzlich fühlen und die anderen sich am Überfluss freuen. Für welchen Betrag dürfen wir sie nennen? Für keinen, erwiderte Scrooge. Sie wünschen, ungenannt zu bleiben. Ich wünsche, allein gelassen zu werden, sagte Scrooge. Da Sie mich nach meinen Wünschen fragen, das ist meine Antwort. Ich beschere mir selbst keine fröhliche Weihnachten und ich kann es mir nicht leisten, faules Volk fröhlich zu machen. Ich trage dazu bei, die Anstalten zu erhalten, die ich genannt habe. Sie kosten gerade genug und wenn es jemandem schlecht geht, soll er sich dorthin wenden. Viele können nicht dorthin und viele würden eher sterben. Wenn Sie eher sterben wollen, sagte Scrooge, sollen Sie das nur tun und damit den Bevölkerungsüberschuss vermindern. Außerdem, Sie müssen mich entschuldigen, weiß ich davon nichts. Aber Sie könnten davon wissen, bemerkte der Gentleman. Es geht mich nichts an, antwortete Scrooge. Es reicht, wenn ein Mann seine eigenen Geschäfte versteht und sich nicht in die anderer Leute einmischt. Meine nehmen mich ganz in Anspruch. Guten Tag, meine Herren. Da die Herren sahen, dass hier jedes weitere Wort nutzlos war, gingen sie. Scrooge nahm seine Arbeit wieder auf, hochzufrieden mit sich selbst und in deutlich besserer Laune als gewöhnlich.